Dieses Video wird dir präsentiert durch das EA Creator Network. Morning mate, Mark here. Thanks again for bringing me on board. You've found a lot of talented people for this team and I can't wait to see what we can accomplish. Our journey to the Constructors' Championship starts right here today and the car is ready to head out when you are. Und damit herzlich willkommen zurück zur F1 22 My Team Karriere hier auf dem Pixelhelden Kanal mit mir, dem Ray. Ja, der erste Rollout steht an und wie Mark gerade gesagt hat, ja, hier beginnt die ganze Reise. Ja, und nicht erschrecken, im Untertitel steht immer noch Jeff. Ich habe es bereits in der ersten Folge gesagt, die Version, die ich hier spiele, ist zwar die finale Version, allerdings noch vor dem Tag 0 oder Day 0 Patch, ja. Das ist nicht ein Day 1, das ist tatsächlich ein Tag 0 Patch. Und deswegen hat man auch ganz kurz den Mercedes gesehen. Das ist noch nicht der finale Mercedes, also der Mercedes als auch der Red Bull ist in dieser Version noch nicht das finale Chassis, so wie sie in der Realität fahren. Das kommt aber auch mit diesem Tag 0 Patch mit rein, also keine Sorge, wenn du dann loslegst, ist bei dir alles fein. Ich habe jetzt am Anfang, wenn man so möchte, noch eine, ja, nicht ganz final Version, aber sei es rum. Um das, oder da halten wir uns nicht auf. Ja, ich bin gespannt, zum ersten Mal in unserem Boliden fahren mit unserem Renault-Motor, da bin ich auch mal sehr gespannt, der hat ja echt nicht viel Bums. Ja, wir hören uns mal das Garage-Tutorial an oder was auch da immer jetzt kommt, freie Trainingssession. Freitraining ist ein wichtiger Teil, das ist klar. Da auch der Hinweis, das werde ich jetzt nur am Anfang zeigen, also in dieser Karriere, die Trainings werde ich dann immer offscreen machen und dann nur Quali und Rennen dementsprechend im Let's Play machen, aber eben beim ersten Mal ist es was ganz Besonderes und ich finde, da sollte man alles so ein bisschen mitnehmen. Ich habe ja schon Aussicht gestellt, vielleicht mache ich auch eine Fahrerkarriere, die ich dann aber als Livestream-Projekt mache und da würde ich dann wahrscheinlich die Trainingssessions mit reinnehmen, also wer die dann unbedingt sehen will, der kann ja einfach mal einen Daumen nach oben für die Fahrerkarriere geben. Und es wird ja auch noch eine Koop-Karriere geben. Die war letztes Jahr zwar schon angekündigt, hat aber mit 2021 nicht so geklappt. Aber wir hoffen, dass es mit F1 22 klappt. Zumindest mal wollen wir direkt am kommenden Wochenende damit schon loslegen. So zumindest mal der Plan. Also auch da wird es Trainings geben, ja. Also von dem her Trainingsprogramme en masse. So, ja, das ist alles klar. Trainingsprogramme, das ist eigentlich auch klar. Die haben sich ein bisschen verändert, aber der Kerngedanke sollte gleich sein. Und Autosetup und Reifen, ja, das ist natürlich auch wichtig, Setups. Ich habe schon ein bisschen was gebaut, deswegen gehen wir auch direkt als erstes schon mal zu den Setups. Wie gesagt, da habe ich ein bisschen was gebaut. Nicht wundern, das Temp 1 bis 9 sind temporäre Setups. Das ist einfach nur so ein Zwischenspeicher für die Zukunft, wenn, falls ich mal für Multiplayer-Events oder irgendwas mal was brauche, dass ich die immer direkt oben griffbereit habe. S1 für Season 1, habe ich mal zwei Setups vorbereitet. Wir gehen mal vielleicht das erste rein. Das würde ich ganz gerne gleich direkt schon überspeichern, dass es auch für die Karriere passt. Ups, ne, Moment, muss ich gucken, bevor ich hier was Falsches mache. Laden, so, ja, und dann speichere ich das auch ab. Wir werden höchstwahrscheinlich mit Setup 2 fahren, die unterscheiden sich nicht großartig. Wir gehen auch gleich mal rein, was da so meine Gedanken waren. Ich meine, die Setups werden sowieso nicht wirklich geil sein, jetzt am Anfang. Das ist einfach mal, was ich so ein bisschen probiert habe. Moment, jetzt muss ich nochmal gucken, Setup laden, ja, passt. Ja, die Standard-Setups haben alle gerade in der Radaufhängung immer 10-1, 10-1. Und ich glaube, das ist mit unter anderem das Problem, wenn du ohne Traktionskontrolle fährst, dass das so ein bisschen kritisch ist. Deswegen habe ich das ein bisschen verändert, ja. Ein bisschen härter hinten, ein bisschen weicher vorne. Tatsächlich, das andere Setup ist einfach nur 6-3 statt 7-3 und das macht echt schon großen Unterschied. Das Problem ist, 6-3 ist super angenehm zu fahren, aber die Direktheit fehlt. Das Auto ist nicht so direkt und deswegen ist 7-3 ein bisschen direkter und muss ein bisschen mehr aufpassen natürlich, aber das passt so eigentlich ganz gut. Und ja, das ist jetzt mein Setup. Ich will da groß eigentlich auch, ja, ich weiß nicht, was ich groß sagen soll. Ich habe hier Radschutz ein bisschen entschärft. Transmission, manche sagen sogar, dass man noch weniger Diff fahren soll. Im Rennen werde ich wahrscheinlich auf 65-60 gehen, aber jetzt im Training Quali wird es 70 wahrscheinlich mein Sweet Spot erstmal sein. Aero relativ wenig hier in Bahrain, zumal wir auch einen schwachen Motor haben. Ja, das soweit erstmal Stand der Dinge. So, dann wollte ich Reifen, genau, da wollte ich noch was anpassen. Und zwar vorne rechts wollte ich
glaube ich, 2 Klicks hoch und vorne links 1 Klick hoch. So, das speichere ich gleich mal über. So, können wir aber gleich checken, ob das so passt. Ansonsten, ja, gibt's groß nichts zu sagen. Könnt ihr gerne selber testen, das Setup. Wie gesagt, ich denke mal, wenn wir in Saison 2 hier zurückkommen, werden wir so viel schlauer sein, werde ich so viel schlauer sein, was Setups betrifft, dann werden wir was ganz anderes fahren. Bestimmt. Ich habe auch schon gehört vom geschätzten Kollegen Andy, dass er sogar hier die richtig extreme Variante fährt. Der fährt hier, glaube ich, 5-6 oder sowas oder 4-6 oder so. Also der geht sogar den Schritt, dass er sagt, vorne weicher, hinten härter. Ja, das müsste ich mal noch testen. Dafür hat jetzt nicht die Zeit. Wie gesagt, damit fühle ich mich wohl. Damit sollte es eigentlich passen. So, jetzt aber gucken. Wir wollen heute auch ein bisschen vorankommen. Deswegen, wir können Rennstrategie, Streckenakklimatisierung oder RS-Management. Wir fangen mal natürlich mit der Streckenakklimatisierung an. Wir müssen eine optimale Zeit für Sektor 2 fahren. 5 Kurven in Folge sauber fahren. Für die Boni halt. Und erreiche eine Runde eine durchschnittliche Kurvengeschwindigkeit. Okay. Das machen wir mal. Wir nehmen natürlich die harten Reifen und wir starten. Und ich bin echt gespannt. Zum ersten Mal den Motor anlassen jetzt. Wir fahren natürlich selber raus. Checks complete. Everyone be aware. We've got a car leaving the garage. Ah, ich bin ein bisschen aufgeregt. Bin gespannt. Wird Hals- und Beinbruch und so, ne? Oh Gott. Das wird jetzt was. Das wird jetzt was. Ja, das Overlay habe ich ein bisschen angepasst, nicht wundern. Muss ich aber wahrscheinlich jetzt fürs Training gleich nochmal anpassen. Wow, okay. Ja, ich habe ja gesagt, ohne TC ist ganz schön wild in dem Teil. Aber dass es so wild ist, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Uiuiui, okay, Vorsicht. Fängt ja schon mal nicht so gut an. Okay, die Reifen sind halt, die harten sind natürlich auch echt Müll. Ich denke, die Dinger werden auch kalt sein, genau. Das ist halt der Hauptgrund, das ist jetzt halt durch die nicht so geilen Heizdecken mehr. Die sind jetzt, also wir haben noch Heizdecken, aber die machen die Dinger ja nicht mehr so warm. Deswegen jetzt die harten Reifen auf noch nicht wirklich gut befahrenem Asphalt. Deswegen jetzt erstmal Piano hier in der Outlap machen. Das war jetzt natürlich ganz wild. Das wird auch im Rennen heftig sein nach dem Boxenstopp, glaube ich. Da müssen wir so aufpassen. Ja, der Renault-Motor ist irgendwie ungewohnt, erstmal vom Klang her, aber okay. Damit müssen wir jetzt eine Saison durchhalten. Minimum. So, berühmte Kurve 10. Muss mal aufpassen, gerade ohne ABS, wegen den Lockups. Ja, ich versuche jetzt echt mal ein bisschen Temperatur da reinzubekommen, sonst sehe ich echt schwarz für unser Akklimatisierungsprogramm. Gerade auf der Bremse merke ich schon auch deutlich, dass das Ding nicht so... So, oder? Jetzt geht's gleich auf die erste fliegende Runde. Kann nur sein, dass wir gleich das Overlay nochmal anpassen müssen, weil ich weiß jetzt gerade nicht, wo die Trainingsprogramme angezeigt werden. So, auf geht's, komm. Sonne steht tief. Feuer frei. Ah ne, es passt von der Anzeige, glaube ich. Okay, let's go. We're approaching the DRS zone. Watch your MFD for the activation point. Das sieht schon mal gut aus bis jetzt. Oh, Lockup, nicht gut. Das ist nur grün, das war klar. Mit dem Lockup ist nie gut. Ja, mit den harten Reifen ist nicht so ohne. Zum Anfang. Aber ja, also alle, die die Preview-Videos gesehen haben, es ist trotzdem so viel besser geworden, was den Grip unten raus angeht. Also ihr könnt froh sein, dass ihr nicht den Grip aus der Preview-Version habt. Deswegen alle, die jetzt sagen, Ray ist doch gar nicht so schlimm. Ja, klar, wie gesagt, das war aber schlimm. Das ist deutlich besser jetzt in der finalen Version. Deswegen fahre ich jetzt auch ohne TC, weil ich ja wirklich mit dem Gedanken gespielt habe, auch mit mittlerer TC zu fahren. Aber mache ich jetzt ja nicht.
Im Regen habe ich es tatsächlich nicht getestet. Das, ja, gucken wir mal, wie es dann sein wird. So, reicht das schon für Lila? Ja. Schneller Sektor 2 mal leider nicht geschafft. Wir probieren es nochmal, komm. Aber diese schnellen Sektoren, die habe ich, glaube ich, auch im vergangenen Teil fast kaum geschafft, wenn ich ehrlich bin. So, Sektor 2 fängt jetzt da vorne an. Ein sehr kurvenreicher Sektor. Und ich finde, man muss auch über die Curbs aufpassen. Wenn man nach den Curbs, nach den hohen Curbs, wird das Auto so unruhig manchmal, dass man das direkt wegschmeißt manchmal. Oh, ja. Und direkt Flügelschaden, verdammt. Das war's. Dann fahren wir mal zurück. da wollte ich jetzt zu viel. Aber ja, das ist halt die Gefahr. Die Dinger haben... Naja, also wie auch gesagt, trotz jetzt der finalen Vision, trotz dass es besser geworden ist, die Dinger sind trotzdem giftig as fuck aus den Kurven raus. Egal, wir haben 3 Sterne, das ist wichtig, das andere sind ja nur Boni-Ziele. Sei es drum, wir fahren jetzt in die Box. Fahrer vor mir. Stroll ahead. So their best lap time is a 1:33.2. Okay, die Anzeige da unten stimmt noch nicht so ganz, glaube ich, aber das sieht so komisch aus. Und dann noch vorbei hier. Das kostet gleich Geld, ne? Verdammt, ein Flugschein kostet ja alles Geld. Das muss mal aufpassen. Und sparsam fahren. So. Kameraeinstellungen übrigens sind auch andere, als ich sie in der Preview hatte oder in den vergangenen Teilen. Ich will mal was Neues ausprobieren. Die werde ich euch aber auch die nächsten Tagen mitteilen auf jeden Fall. Beziehungsweise ich kann sie euch gleich auch mal zeigen, jetzt in der Folge schon mal. Aber es wird nochmal eine extra Video oder irgendwas kommen, wo ich es auf jeden Fall vermerke, damit ihr, wenn ihr wollt, die auch übernehmen könnt. Ich selber spiele auf einem 16:9 Monitor aktuell. Es ist zwar geplant, dass ein 32:9 irgendwann kommt. Da könnte sein, dass sich das nochmal ändert für mich, aber... wie gesagt, auch wenn ihr auch mit dem 16:9 spielt, das sind die Einstellungen, die ich dann gewählt habe. Ich zeige sie euch gleich, wie gesagt. So, jetzt gucken wir mal. Ja, passt eigentlich, denke ich. Das ist halt auch cool, dass wir jetzt so die einzelnen Runde angucken können, wenn man wollen würde. Aber die eine hat, wir haben ja nur eine abgeschlossen. Ist egal, wir haben 4 von 5, ist okay. Auch wenn natürlich Motorleistung schon wichtig wäre. Vielleicht machen wir es auch nochmal neu mit weicheren Reifen, dann ist es meistens einfacher. Ich würde sagen, das nächste, was wir machen, ist auf jeden Fall das ERS-Management. Da müssen wir... Durchschnittsgeschwindigkeit bei Temporadar, fahre schnell durch Kurven und erreiche mit einer Kurvengeschwindigkeit, okay, fahre sauber durch einen Sektor. Okay, das sollte eigentlich auch möglich sein. Machen wir gleich, das müssen wir sowieso erstmal warten mit dem, wir haben ein Medium. Boah, da bin ich echt am überlegen, Rennstrategie würde ich lieber mit Medium, weil Rennen werden wir mit Medium hart fahren, ziemlich sicher hier. Seien es kommt halt Safety Car oder so, dann ändert sich was. Deswegen würde ich das, glaube ich, sogar mit Soft hier machen. Ja, das können wir, glaube ich, überspringen, oder? Konnten wir nicht die Zeit irgendwie da? Zeit. So. Dann machen wir das direkt. Ja, wollen wir nicht zu viel Zeit verplempern. Dann machen wir RS-Management weich. Start. Und auch hier machen wir erstmal, fahren wir erstmal selber raus. Okay, when you're ready, let's go. So, jetzt kommt es auch auf Zeit an, auf Rundenzeit. Das wird nämlich jetzt, wie gesagt, die größte Herausforderung sein im neuen Teil. Trotz, dass ich jetzt die Schwierigkeit für die Trainings reduziert habe, sind die trotzdem immer noch knallhart. Deswegen bin ich jetzt mal gespannt, wie gut wir das hinbekommen. Auch hier jetzt erstmal die Reifen wieder auf Temperatur bekommen, auch wenn es mit Softs jetzt ein bisschen einfacher gehen sollte. Ja, Shortshiften ist natürlich auch echt ein guter Weg. Und wie schon gesagt, so vom Gefühl her hat sich für mich jetzt rausgestellt, das, was halt wirklich Probleme macht, ist, dass da ein extremer Turbo-Punch auf einmal da ist in den Boliden, was in den letzten Teilen nicht so heftig war.
deswegen bringt es das Auto zum Teil hier zum Durchdrehen. Also vielleicht wird das auch nochmal ein bisschen reduziert, ein bisschen gefixt, weil ich glaube nicht, dass die so einen heftigen Turbo-Punch haben. Aber ja, sei's drum. Wir machen das Beste draus. So, ERS-Management, das heißt, wir müssen gucken, wie wir das Ganze nutzen. Ich denke mal, auf den Hauptgeraden halt überholen und sonst nicht. Go. Fahrfehler. Zeit gekostet. Okay, ich komme gerade vom ERS-Management überhaupt nicht nach oben. Die Rundenzeit ist an sich schon heftig genug. Und dann soll ich auch noch... Ich sag ja, die Programme sind ultra wild. Okay, das war verkackt. Jetzt schaffe ich es nicht mal von der Zeit und nicht mal vom... Ja, wie gesagt, die müssen das auf jeden Fall fixen. Das kann niemals so sein, dass die Trainingsprogramme so schwer sein sollen. Ich meine, wie gesagt, ich bin jetzt 10 Stufen runter in der Schwierigkeit und trotzdem mühe ich mich jetzt hier gerade voll ab. Never ever. Ich weiß auch nicht, was ich da machen soll. Soll ich Lifting Coasten oder... Klingt ja auch nichts. Also eigentlich... Also ich probiere jetzt mal eine Runde komplett ohne... ERS zu machen. So ein bisschen zu viel Körb. Kleiner Leck. Halt neu mit dieser Linie, wo man sieht, wo man es gut gemacht hat, wo man es nicht so gut gemacht hat. Ich bin halt eine halbe Sekunde dran. Ich muss ERS nutzen. Aber keine Chance, ey. Dürfte ich halt nicht mitnehmen, das kostet Zeit. Kacke, also die Rundenzeit, die man da fahren muss. Keine Chance. Also ich guck mal, dass ich es immerhin auf grün schaffe oder so, aber. Ja, keine Chance, ich probiere es nochmal eine Runde, aber. Okay, your pace is too slow. Make sure to use your overtake button for maximum power. Ich bin gerade ein bisschen leiser, weil ich mich echt konzentriere. Ich will das schon schaffen, aber... Ey, das ist... Keine Chance, ey. Ich bin jetzt gerade hier ein bisschen später zu bremsen, aber... Das kostet mich jetzt im Exit zu viel Zeit. Ne, keine Chance. Ja.
Hey, und hier verbremse ich mich jetzt halt auch noch. Ja, das war nix. Okay, krass. Also, puh. Keine Schnitte. Ich meine, das Problem ist halt, dass wir auch echt einen schlechten Motor haben, ne? Also, der Renault-Motor hier hat halt keine Power. Der ist wahrscheinlich, glaube ich, auch im ERS nicht so gut. Sprich, das macht halt das Management wahrscheinlich zusätzlich schwierig. Je besser der Motor ist, desto besser wird es halt natürlich auch. Aber trotzdem, ey, ich schaff's halt nicht mal mehr auf grün. Also, müsste ich schon echt eine Zauberrunde hinlegen wahrscheinlich. Keine Schnitte, ey. Keine Schnitte. Okay, that's the test over, but I'm afraid we didn't get what we needed. We're gonna have to run it again. Puh. Ja, schwierige Nummer, ey. Schwierige Nummer. Ey, also, weiß nicht, noch niedriger will ich eigentlich auch nicht gehen mit dem Schwierigkeitsgrad, dann ist es halt so. Ich meine, wir können das Programm ja nochmal versuchen im nächsten Training oder sowas. Ich würde sagen, wir versuchen jetzt nochmal die dritte Nummer. Rennstrategie. Und wie die läuft. Da bin ich sehr gespannt bei Rennstrategie. Auch da wird uns wahrscheinlich die Zeit echt einen Strich durch die Rechnung machen, aber wir werden sehen. Ja, das muss ich mir eigentlich gar nicht angucken. Wir machen mal Rennstrategie mit Mediums und fahren direkt raus. All set, we're ready to go, so let's get the car out onto the track. Ja, also ich denke mal, da wird auf jeden Fall noch ein Patch oder irgendwas kommen, um die Programme einfacher zu machen, weil das ist ja nicht der Sinn und Zweck der Sache, dass die unmöglich sind. Wie gesagt, ich bin jetzt 10 Stufen unter dem ich eigentlich fahren möchte. Ja. Ich meine, ich kann jetzt mal versuchen, ein bisschen hier auch entspannter zu fahren. Oh Gott, ja. So nicht. Da muss ich mich auch echt dran gewöhnen, diese kalten Reifen am Anfang. Das macht's echt nicht angenehm. Hier kommt es jetzt auf alles so ein bisschen an. Ich versuche jetzt einfach mal so meinen ganz normalen Stiefel hier zu fahren, dann gleich bei dem Programm. Und dann sehen wir ja, wo wir sind. Dann sollte ich jetzt hier auch, keine Ahnung, keine Chance haben. Da muss ich fast sogar überlegen, wirklich nochmal vielleicht den Schwierigkeitsgrad für die Trainings im Klick zu reduzieren. Vielleicht mal gucken. Ich sage, wenn es jetzt nur das ERS ist, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist auch irgendwie vielleicht realistisch bei dem Motor. Aber wenn es jetzt hier auch scheitert, am Delta, ne? Es ist halt die Delta-Zeit irgendwie, die so heftig ist. Dann, ja, müssen wir mal gucken. Aber ja, wie gesagt, ich zeige euch jetzt halt, wie es ist. Und ihr werdet auch bei anderen Streamern oder Let's Playern, die jetzt schon was veröffentlichen, das gleiche Problem sehen. Unter Garantie. Laden wir mal. ERS. Ihr merkt richtig, wie ich ruhig werde, ne? Ich versuche mich schon echt zu konzentrieren und anzustrengen hier. Ich schwitze schon richtig ab hier. Gut, ist auch warm, aber unabhängig davon. Ja, den inneren Knopf sollte man eigentlich nicht mitnehmen. Das Auto ist so richtig unruhig in dem Moment. Ah, das mit Delta könnte gerade so passen. Mal, wie es die Runden danach ist. Ich darf halt mir auch keinen Fehler erlauben, kein Dreher oder so. Bei den Curbs anbremsen muss man auch aufpassen. Manche Curbs gehen, die fühlen sich an wie Asphalt. Der Curb links außen jetzt in Turn 1, den sollte man definitiv nicht befahren.
Das ist sofort Lock up. Na, den links jetzt hier, den sollte man nicht befahren. Den neuen F1. Auch der links hier muss man echt aufpassen. Wir können das Auto echt gut aushebeln. Das Setup aber verzeiht es ganz gut. Das andere Setup mit 6-3er-Aufhängung sogar noch besser, aber wie gesagt, da fehlt dann die Direktheit beim Einlenken. Deswegen das 7-3er. Kleiner Lock-up. An sich liegt das Auto super ruhig, also ich denke mal, wir haben da kein schlechtes Basisfahrzeug erstmal. Wie gesagt, ich denke, die Power wird halt ein bisschen am Anfang fehlen, aber wenn wir da konsequent in alle Richtungen gut entwickeln, dann ist, glaube ich, für den Anfang, für das hintere Drittel, sagen wir mal, haben wir ganz gute Chancen. Ich denke mal, das Ziel sollte halt sein, Williams auf jeden Fall zu schlagen, direkt hier im ersten Rennen. Und vielleicht Aston, also zumindest Stroll. Stroll ist auch hier im Spiel kein so starker Fahrer. Und der Aston Martin ist nicht so weit weg, also vielleicht sogar Stroll. Aber mal gucken. Wir haben halt beide Teams haben halt Mercedes-Motoren, die halt schon gut mehr Power haben. Und Bahrain ist schon echt eine Powerstrecke, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen kann halt sein, dass es sogar gegen Williams schwierig wird, aber wir werden sehen. Wir werden sehen. Rennen ist eh nochmal eine andere Geschichte. Das Programm geht ganz gut. Deswegen würde ich sagen, ERS liegt halt auch einfach am Fahrzeug irgendwo. Weil der Motor einfach so schlecht ist. Deswegen glaube ich, passt es soweit. Dann ist es ja realistisch. Und dann sind diese 10 Stufen am Anfang, glaube ich, ganz okay. Wir können es ja nochmal probieren, wenn vielleicht ein bisschen mehr Grip auf der Strecke ist oder so. Ja, wir machen trotzdem alle Runden, weil das Strategie berechnet auch tatsächlich den Verbrauch und so weiter. Das war in den letzten Teilen schon so, auch für die Strategie dann später, wenn man es personalisiert stellt beim Rennen. Deswegen, ich fahre jetzt so, wie ich auch im Rennen fahren würde. Vielleicht im Rennen hier und da ein bisschen weniger RS, aber Zeiss drum. Das war schlecht. Das ist Zeit. So. Ja, ich nehme euch hier halt komplett uncut jetzt erstmal mit. Wie schon gesagt, die Trainingsprogramme werde ich später dann offscreen machen bei den kommenden Rennen. Aber da werde ich es auch so handhaben, 10 runter und gucken wir mal. Und dann im Quali und Rennen dann auf 100. Es sei denn, die Strecke ist so vermurkst worden, wie es in der Vergangenheit war. Es gab ja einige Strecken. Dann je nachdem auch anders, aber jetzt gucken wir mal. So, das machen wir auch nochmal. Die Runde.
Ah ja, und falls ihr das Gefühl habt, das Video sieht irgendwie so komisch aus, so mit Fragmenten und so weiter, gerade was den Asphalt betrifft, dann liegt es nicht an YouTube, oder natürlich liegt es auch an YouTube oder an meinem Grundvideo, sondern das Spiel selber ist in der Version komisch auf. Also die Bodentextur ist übelste Matschepampe. Obwohl ich alles auf Max Out gestellt habe, außer Raytracing, habe ich alles auf Ultra oder ja, halt aufs Höchste, was halt geht. Vorsicht. Auch das, glaube ich, wird nochmal gefixt werden müssen, weil die Bodentextur, das wirkt mir, wie wenn die Grafikeinstellung auf sehr niedrig steht. Und gefühlt ist, egal was ich einstelle, bei Textur oder Bodenbelag, es sieht immer gleich scheiße aus. Also ich glaube, da ist auch noch ein Fehler. Das sieht nämlich stellenweise richtig schlecht aus. Was ist denn da Abrieb? Na, hinten ein bisschen mehr. Gut, ich habe auch ein paar durchdrehende Räder gehabt beim Rausbeschleunigen, aber ich denke, das mit den Hinterrädern mehr Abrieb ist auch irgendwie normal. Okay, wunderbar. Das Programm haben wir erfolgreich beendet. Ja, und da wir es eh ein bisschen üben müssen mit der Box reinfahren, fahren wir auch da wieder manuell rein. Unsere Komponenten halt gleich das erste Training und wir haben schon so viel Prozent. Also ich finde, das ist viel Prozent, was da schon drauf geht wieder. Aber ja, ich denke mal, wir werden in der ersten Saison sowieso ultra oft neue Teile ordern müssen. Aber hey, das gehört dann dazu. Wie gesagt, ich will eigentlich in der, also ich will das schon realistisch irgendwie haben. Ich will wirklich so als ultra niedriges Team fahren. Das heißt, wenn wir in die Punkte mal kommen sollten hier in der ersten Saison, dann muss es so sein wie ein Rennsieg. So wäre es mir am liebsten einfach. Das habe ich mir zwar immer wieder vorgenommen in den letzten Teilen, aber irgendwie, ja, war man dann doch auf einmal zu schnell, zu weit oben. Und nicht, weil ich den Schwierigkeitsgrad da zu niedrig gewählt habe. Ich glaube einfach, ich hatte zu schnell ein zu starkes Auto. Und ich glaube deswegen jetzt mit dem schlechten Motor und so, das ist schon eine ganz gute Geschichte. So, dele. Diese eine Anzeige, die über dem Spiegel manchmal aufpoppt, die muss ich, glaube ich, noch ändern. Moment, lass mich da gerade mal gucken. Ah, genau, kann ich halt Kameraeinstellung mal kurz zeigen. Ups, nee, das ist falsch. Wo ist es denn hier? Kamera. Genau, so habe ich es aktuell eingestellt. Ja, für euch. So. Jetzt auch nicht zu lang zeigen. Kann mal kurz Video anhalten. Genau, Bildschirm und dann Bildschirm. Nee, wo ist es denn? Normal müsste es doch hier sein. Weil das ist nur, wenn ich auf Strecke bin. Ja, dann müssen wir es gleich nochmal machen. Ich glaube, eine Anzeige passt hier im Training noch nicht. Aber manche, also damals konnte man eigentlich immer Training, Rennen, Boxenstopp, alles extra anpassen, egal in welcher Session man war. Aber Training haben sie da irgendwie nicht drin, deswegen. Oder ich habe es nicht gesehen, keine Ahnung. Konnte es auf jeden Fall nicht anpassen. Sei es drum. So, Dele. Also, ERS hat auf jeden Fall safe nicht funktioniert. Ich war viel zu langsam. Vielleicht lag es aber auch an den Reifen, dass die Softs dann da viel zu viel verlangt haben, was ich noch nicht fahren konnte. Das mache ich jetzt auch in dem Programm nicht mehr. Ich würde sagen, wir lassen die Session einfach mal sein. Ja, überall, wo Motorleistung gefragt ist als Bonusziel. Wobei, hier haben wir alle Bonusziele geschafft, aber das Ding nicht. Das ist auch gut. Ja, Fahrer optimal Sektor 2 Ability. Durchschnittsgeschwindigkeit beim Temporadar. Okay, da hätte ich jetzt deutlich schneller fahren müssen wahrscheinlich. Ja, okay. Egal, ist ja auch noch Boni, also das ist nicht so wild. Ich würde sagen, wir gehen direkt zur nächsten Session, nämlich ins Training 2. Es wird Zeit, noch einmal einen Blick auf die drei Bestplatzierten zu werfen. Leclerc, Hamilton und Sergio Perez. Wenn das heutige Training auf etwas hindeutet, dann auf ein außergewöhnliches Wochenende der Formel 1. Ich mache mir ein bisschen Sorge, dass David Beckmann ein Zehntel, nicht mal ein Zehntel langsamer war, obwohl die KI-Stufe hier noch 10 Stufen zu niedrig ist. Egal, sei es drum.
werden wir gleich noch testen in Training 3, würde ich sagen. Training 3 ist unser Quali-Test-Run, was auch immer. Sagen, wir machen jetzt nämlich hier nämlich nochmal, versuchen wir nochmal ERS-Management hinzubekommen. Reifen, wir hätten jetzt wahrscheinlich die harten nochmal, die... Unten steht als 0 Runden. Okay, unten steht, dass sie schon angefangen sind. Ich probiere es mal mit den harten. Ich weiß nicht, ob das so geil ist, aber ich probiere es einfach mit denen nochmal. Vielleicht einfach haben wir dann ein leichteres Ziel oder so. Ne, wir fahren selber raus. Reinfahren können wir ja dann vielleicht überspringen. Ich hatte auch gesagt, dass wir in der nächsten Folge das Training 3 mit Quali-Tests und das Quali selber dann die nächste Folge packen. Das heißt, alles, was Training, nee, alles, was Quali ist, kommt dann dort rein. So, jetzt gucke ich ganz kurz nochmal. Jetzt müsste es hier eigentlich gehen. Bildschirmanzeige. Das ist hier nicht. Es war 100 Pro immer hier. Dass man das an. Ja, ich fahre mal aus der Box komplett raus. Dass man das anpassen konnte. Aber irgendwie. Oder ich bin blind. Na, das OSD anpassen, das war doch hier als. Oder darf man das in der Dings nicht? Simulation, Feedback, Bildschirm. Nö, das ist hier nicht. Ist ja lustig. Man kann das hier nicht anpassen. Das ist ja lustig. Das ist ja doof. Hier ist es nämlich nicht. Naja, gut, okay. Dann müssen wir jetzt damit leben, dass die Anzeigen da den Spiegel überdecken. Im Rennen ist es dann nicht so normalerweise. So, jetzt gucken wir erstmal wieder Temperatur hier rein. Eins sind natürlich schon ein bisschen angefahren, aber das soll jetzt nicht das Problem sein. Temperaturen dürfen jetzt hier auch ein bisschen kühler sein. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, aber weil die Sonne hier auch schon deutlich tiefer steht, jetzt im zweiten Training. Oh, das war nix. Ja, das ist halt erst die hohen Curbs, ey. Das ist so wild. Das mögen die neuen Autos gar nicht. Ich sag, manche Curbs gehen, die sind wie Asphalt, aber andere, die killen dich sofort. Zumindest mal danach, ja. Also nicht manchmal auf dem Curb schon, manchmal danach erst, ja. Also du fährst drüber und willst weiterfahren und dann drehst dich weg, weil das Auto noch so am Shaken ist, sozusagen. Deswegen auf dem Asphalt bleiben ist definitiv die beste Methode meistens. Deswegen abkürzen lohnt sich in den meisten Fällen sowieso nicht wirklich. Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir mit den harten mehr Glück haben. Kam nicht wirklich gut raus aus der zweiten, dritten Kurven. Jetzt habe ich Lockup, das ist natürlich super blöd. Ja, fuck. Nee, also ganz ehrlich, das Delta werde ich niemals schaffen. Also, das Programm. Keine Ahnung wie, ey. Also, ich glaube halt wirklich, das Programm ist egal, was du fährst, immer gleich. Und unser Auto hat einfach halt richtig schlechte Akku. Das ganze ER-System halt dahinter ist halt echt nicht gut. Und deswegen fast nicht möglich zu schaffen. Guck mal, wie weit ich weg bin vom Delta her. Na klar, wie gesagt, ich kann. Also probieren es gleich nochmal mit Softs. Ansonsten würde ich sagen, nicht möglich zu schaffen. Keine Chance. That lap was too slow. You need to find more speed. Make sure to properly utilize your overtake button.
Aber gut, dann ist es so, das ist die Schwäche des Autos und dann ist das Trainingsprogramm halt schwierig. Dann schade, wenn wir genau dieses Trainingsprogramm bekommen. Aber gut, so ist es dann erstmal. Ja, Konsequenz müssen wir erleben. Was die Linie unbedingt immer sehen will, weiß ich nicht mehr. Okay. Chance. Also wenn ich hier rausballer wie ein Verrückter, dann geht die Anzeige oben, übelst in den Keller. Nee, keine Chance. Also ich glaube, unser Auto ist da einfach zu langsam für. Kriegt das nicht hin. Probieren das jetzt nochmal. Wir probieren das jetzt nochmal mit den Softs, aber ich glaube, keine Schnitte. Müssen ja, wie viele Reifen haben wir denn noch? Ich muss gerade nochmal gucken. Hier, ja. Wir haben ja nochmal den hier und dann haben wir nochmal zwei frische Softs fürs dritte Training. Das passt dann. Ja, probieren wir es nochmal, aber keine Chance. Hier wird jetzt die Zeit natürlich noch krasser sein, schätze ich mal. Ausfahren. Okay, that's all the checks complete. We're ready to go. Ja, aber so sind die Trainings halt. Viel ausprobieren. Gut, manchmal muss man natürlich auch. Manchmal muss man natürlich auch am Setup noch ein paar Sachen anpassen. Aber ich denke mal, eben deswegen mag die auch nicht ins Let's Play. Das würde den Rahmen auch ein bisschen sprengen. Das ist nämlich nicht immer unbedingt so spannend. Jetzt gucken wir mal, ob wir mit den Softs ein bisschen was hinbekommen. Oh Gott. Das war schlecht. Kalte Reifen und dann noch, ja, ich will die Reifen jetzt auch nicht kaputt fahren, deswegen mache ich das mal jetzt ganz vorsichtig. Mache jetzt keinen Spin. Normalerweise müsste ich jetzt nur einmal kurz Gas antippen, dann wäre ich umgekehrt, aber dann sind die Reifen auch ein bisschen hinüber. Das wollen wir natürlich nicht. Boah, ich hoffe halt so, dass im Rennen mir das nicht passiert, ne? Im Rennen ist so Worst Case und Spinalla. Aber gut, ganz ehrlich, wir sind neu in der Formel 1, also quasi neu. Als neues Team, also jetzt können wir uns solche Sachen noch leisten. Und das Fahrzeug ist ja auch noch nicht das Beste. Ich denke, je besser das Fahrzeug wird, das werdet ihr auch selber feststellen. Fahrt mal den Alpine oder sowas. Der Alpine ist brutal, wie der liegt. Also, oder auch der Ferrari. Also, es ist unglaublich, wie ruhig die liegen. Und dann fahrt mal einen Aston Martin im Vergleich. Aston Martin ist so eine Zicke. Ich denke mal, wenn unsere Reifen warm sind und ein bisschen Gummi auf dem Asphalt liegt, ich glaube, dann geht es voll klar. Mit dem Setup, was ich hier gebaut habe, sowieso, das ist eh auf Sicherheit ein bisschen ausgelegt. Dann sollte das ohne TC kein Thema sein. Kurve 2, 3 bin ich eh ein bisschen zu langsam, weil ich da sehr, sehr, ja, ich sag mal, ganz vulgär gesagt, pussyhaft durchfahre. Aber wie oft ich mich da schon weggedreht habe, bin ich da lieber auf Nummer sicher. Aber die Zeit verliere ich auch an anderen Stellen, seien wir mal ehrlich. Das war zu spät gebremst.
Boah, jetzt sind wir am nächsten noch dran, tatsächlich. Den letzten Sektor einigermaßen hinbekommen. Ja, und verkackt natürlich genau die Kurve jetzt. Ah, die so wichtig ist. Warum? Ja, ja, komm. Wie knapp. Nein, komm. Gib mir die Scheißzeit. Oh, ich hab's DRS vergessen zu aktivieren. Aber es hat trotzdem gereicht für grün. Immerhin. Immerhin. Komm, nochmal. Hätte ich ein paar Fehler nicht gemacht, da hätten wir es vielleicht sogar auf lila schaffen können. Vielleicht einfach nur kurz am Anfang, dass man den Schwung mitnimmt und dann gleich wieder deaktivieren. Ich glaube, das ist hier mit am effizientesten. Natürlich der langsame Mercedes hier im Weg sein, aber er macht Platz, danke dir. Die Linie finde ich eher störend. Ich hoffe, man kann die auch nochmal abstellen irgendwie. Diesmal DRS nicht vergessen. Aber es wird knapp. Okay, na, die Zeit ganz knapp nicht. Jetzt halt im ersten Run, wo die Reifen noch richtig gut Sinn machen müssen. Spät gebremst oder zu hart gebremst, wie auch immer. Die Linie stört mich eher, echt, ohne Witz, weil ich die Einlenkung und alles nicht richtig sehe. Komm, jetzt muss doch klappen. Jetzt kein ERS mehr verwenden, dann könnte es doch klappen. Komm, 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 komm. Ja, sieht gut aus. Boah, das ist ja übelst spannend. Oh, geil, ey. Das ist eine coole Challenge jetzt gewesen, auf jeden Fall. Aber ein bisschen mehr Grip auf der Strecke, ein bisschen mehr Risiko und dann hat es geklappt, oder? Haben wir es auf... Jawohl, wir haben es perfekt. Nice! Hier ist es halt, aber trotzdem. Puh, geil! Ja, guck mal an, sagt einer, Training kann nicht spannend sein, ne? Ja, gut, ich sag das halt, ne? Oh, krass, also... Krasse Nummer. Nicht eingesetzt in Prozent. Ja, so. Ah, hätte ich beim ersten Mal DRS aktiviert. Ich habe das voll vergessen. Ich glaube, dann hätte es vielleicht da auch schon gereicht. Aber es sei es drum. Gut, Leute, dann soll es aber gewesen sein. Wie gesagt, ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir nicht nur das Qualifying, sondern ich nehme das Training 3 mit als Vorbereitung, weil wir sowieso in Q1 ausscheiden werden, safe. Und dann werde ich im Training 3 auch schon den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Dann sehen wir auch, wo wir stehen. Und genau. Dann machen wir das einfach so. Dann würde ich sagen, ist hier erstmal Schluss mit der Folge. Die ist auch wieder lang genug.
Aber keine Sorge, Folge 3 wird nicht lange auf sich warten lassen. Ich denke, gerade jetzt in dieser Release-Woche wird es jetzt nonstop Formel 1 geben. Das wird natürlich ein bisschen sich dann wieder nach unten pendeln. Aber jetzt die Woche ist bam, 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 bam. Ja, das ist doch klar. Ich bin, wie gesagt, motiviert bis in die letzten Haarspitzen. Also, ich bin raus schon mal an der Stelle. Wir hören und sehen uns bestimmt gleich in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis dann. Ciao.